herzlich willkommen. Mein Name ist Talo Chiarica und ich erstelle heute die Sims 3 Familie Monroe. Und ja, leider ist mir ja mein Sims vor kurzem zusammengebrochen im Prinzip. Dann konnte ich es gar nicht mehr starten und musste es halt komplett deinstallieren und neu drauf machen. Und deswegen sind leider meine ganzen Familien, die ich vorher erstellt hatte, jetzt weg. Und deswegen muss ich jetzt eine neue erstellen. Und ja, das ist Familie Monroe. Und anfangen tue ich mit Lily Monroe. Die seht ihr gerade. Erstmal habe ich so ein bisschen ihr Gesicht angepasst, dass sie dann wirklich so nach meinen Vorstellungen aussieht. Und ich kann euch kurz was zu der Geschichte der Familie sagen. Ja, Lily hat den Pferdehof ihrer Eltern geerbt. Und ihre Eltern sind halt früh gestorben. Und ja, sie hat halt den Pferdehof geerbt. Doch leider waren da schon Geldprobleme vorhanden und deswegen musste sie so ziemlich alle Pferde verkaufen und hat aber nur 2 behalten. Und die werde ich dann später noch erstellen, denn die begleiten uns in der Familie. Und ja, ihre Merkmale sind einfach wirklich für den Pferdehof angepasst, dass sie Pferdefreund ist, tollpatschig, künstlerisch, ehrgeizig und abenteuerlustig. Und genau mit diesen Merkmalen möchte sie einen neuen Hof aufbauen mit 9 Pferden und weiteren Tieren. Und vielleicht sehen wir sie dann auch die ein oder anderen Wettkämpfe mit den Pferden machen. Man weiß es nicht. Ja, ihre Schminke hat mich ein bisschen aufgeregt, weil sie ist irgendwie in jeder Kategorie ist die Augenschminke, also der Lidschatten ist immer wieder irgendwie anders gewesen und irgendwie ganz seltsam. Und ja, wie wir vielleicht jetzt gleich in der Kleidung sehen werden, ist ihre Lieblingsfarbe rot, beziehungsweise so ein, pink, aber ich habe es halt wirklich als rot eingestellt. Ihr Lieblingsessen ist klebrige Carbonara und ihre Lieblingsmusikrichtung ist Pop. So, sie ist von Sternzeichen her Skorpion und als Lebenswunsch möchte sie gerne Meisterin der Künste werden. Das passt jetzt wohl nicht so auf den Pferdehof, aber ja, sie ist halt eine Frau, die halt viel im Sinn hat. Und ihr werdet dann auch sehen, wenn ich das Haus gebaut habe, dass sie einen ganz bestimmten Job bekommt, der auch überhaupt nichts mit Pferdehof und Meisterin der Künste zu tun hat. Also diese Frau ist einfach nur bunt gemischt und ja, sie möchte halt Meisterin der Künste werden. Das beinhaltet die Malerei und Gitarrenfähigkeit zu perfektionieren. Ja, ob sie das schafft, ich denke schon, ist es jetzt nicht wirklich der schwerste Lebenswunsch, aber schon etwas anspruchsvoll, wenn man bedenkt, dass sie noch die Pferde hat und ihren Job, um den sie sich kümmert. Und ja, mal sehen, ob wir das mit ihr erreichen werden, wie ich das so für sie vorgesehen hatte. Während der ganzen Zeit, die sie auf dem Hof verbracht hat und ja, dann mal ein wenig ausgeritten ist, hat sie einen netten jungen Mann kennengelernt, und zwar den James. Von ihm kommt übrigens der Name Monroe, sie hieß früher anders. Weiß ich noch nicht genau, habe ich mir nicht überlegt. Und James wird gerade erstellt. Er ist von den Merkmalen her sehr irgendwie gar nicht ähnlich von ihr. Er ist nämlich ein Chaot, Draufgänger, geschickt, Perfektionist und exzentrisch. Und
wegen seinen Merkmalen kann man schon fast daraus schließen, dass er Züchter von Robokreaturen werden möchte. Und das beinhaltet die Wissenschaftskarriere auf Level 9 zu bringen. Und ja, es passt einfach zu seinen Merkmalen. Und ich hatte sowas noch nie und vielleicht ist es bei ihm ganz angebracht. So. Er sieht jetzt aber irgendwie ein bisschen mehr aus nach Reiterhof als die Lilly, aber keine Ahnung, mir gefiel die Frisur total und deswegen habe ich sie einfach gelassen. Und ja, im Großen und Ganzen finde ich ihn eigentlich recht süß. Ich wäre auch irgendwie, also ich würde nicht Nein sagen, so zu so einem Typ, genau. Und vom Kleidungsstil habe ich ihn jetzt auch recht neutral gehalten, dass er jetzt nicht ultra modern wirkt oder ultra altbacken oder weiß ich nicht, halt so normal. Ja. Wie wir vielleicht an seinem Kleidungsstil sehen, ist seine Lieblingsfarbe schwarz und als liebstes ist der Ratatouille und seine Lieblingsmusikrichtung ist Roots oder Roots oder Roots eigentlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Und was es so noch zu ihm zu sagen gibt, er hat einen Bruder, den werde ich noch separat erstellen und den wir in der Stadt dann nochmal ab und zu kennenlernen werden, den wir auch ab und zu besuchen werden können. Und ja, sonst gibt es zu seiner Geschichte eigentlich nicht viel zu sagen. Er hatte halt so ein 0815 Leben wie jeder andere und ja, jetzt kommen wir auch schon zum guten Zack. Zack ist seiner Mutter sehr ähnlich und also er hat halt viel von ihr geerbt, die Augen, die Haare und natürlich die Eigenschaft, dass er Pferdefreund ist, denn er wird sich auch hauptsächlich um den Hof kümmern neben der Schule und ja, ich fand das ganz süß und ich finde, es passt auch so richtig in ihn rein. Nicht wundern, warum er kurz erwachsen ist. Ich habe dann nur geguckt, ob ich ihn vielleicht noch etwas umgestalten kann. Weil die Kinder, die umzugestalten, ist ein bisschen schwer. Dann sehen die als Erwachsene so komisch aus. Und ja, das ist dann aus dem guten Zack geworden. Ja, neben Pferdefreund ist er außerdem begeistert und athletisch. Und später möchte ich ihn wirklich zum Jockey machen. Also, dass er wirklich sehr viel Geld mit dem Reiten verdient. Weil er ja im Prinzip da reingeboren wurde. An seinem Kleidungsstil zu erkennen, ist seine Lieblingsfarbe blau. Er liebt außerdem wie sein Vater Ratatouille und die Musikrichtung Roots. Und ja, vom Sternzeichen, also er ist sehr ausgeglichen und deshalb hat er das Sternzeichen Waage bekommen. Und ja, vielleicht wird er ja noch im späteren Spielverlauf ein paar Merkmale vom Vater bekommen. Und jetzt kommen wir schon zu Spiritas, das Pferd, ein weibliches Pferd, ein Araber. Und sie ist freundlich, flink und gehorsam, also ein wenig das Hühot-Pferdchen. Und ja, also ja, ich fand sie total süß eigentlich. Und das ist halt eines der beiden Pferde, das die Lilly behalten hat. Also die anderen musste sie ja leider abgeben. Und ja, Spiritas hat sie behalten, weil sie seit ihrer Kindheit kennt und mit ihr eine enge Geschichte verbindet. Ja. Und dann hat sie noch den guten Akiro behalten. Und den hat sie behalten, weil Spiritas und Akiro so ein bisschen sehr miteinander befreundet sind. Also so mehr als Freunde im Prinzip. Er ist verspielt, ruhig und ein Genie. Und ja, vielleicht werden wir noch ein paar Fohlen bekommen, sobald der Hof ein wenig mehr Geld hat. Aber auch die Pferde sollen nicht alles gewesen sein, denn jetzt kommt der gute Meo Monroe. Den haben sie sich hinzugeholt, weil
Naja, er ist im Prinzip ein Streuner und ist auf sie zugelaufen. Und da dachten sie so, ja, okay, einen Hund kann man auch noch vertragen. Er ist halt männlich, wie der Name schon sagt, und ein Border Collie. Und von den Merkmalen her ist er ein abenteuerlustiger, treuer und hyperaktiver Hund, der sehr viel Zeit mit dem Herrchen verbringen wird. Und als letztes haben wir noch die gute June. Und das ist eine sehr verwöhnte Katze und sie ist ein American Bobtail, also von der Rasse her. Und von den Merkmalen ist sie stolz, faul und ordentlich. So, ich stelle gleich noch die Merkmale ein. Und dann war es das mit der Familie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr wollt das Let's Play dazu sehen. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.